Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit einer wichtigen Info, kurzen Info für das kommende Theater der träumerischen Realität von Version 4.8. Am 1. August wird es aktualisiert. Das heißt, da beginnt die, nächste Runde, nächste Saison wird es hier genannt. Und die vorgegebenen Elemente sind ganz wichtig, weil beim ersten Theater, das wissen manche von euch ja wahrscheinlich besser als ihnen lieb ist, gab es ja das Problem, dass viele Leute einfach gemerkt haben, sie haben halt viele Charakter vielleicht oder vielleicht auch nicht. Also das wäre schon mal das größte Problem, wenn man nicht viele Charakter hat. Aber selbst wenn man viele Charakter hat, heißt das nicht unbedingt, dass man gut vorbereitet ist, weil wenn die ganzen Charakter Level 1 sind oder halt Level 50 oder kaum gelevelt sind, dann ist es sehr schwierig, in einem Theater tatsächlich viel zu reißen, vor allem wenn man halt hauptsächlich 4-Sterne-Figuren hat, die zudem dann auch noch nicht ausgerüstet sind. Und deswegen hier schon mal die Vorab-Info. Haben wir Hydro, Kryo und Anemo als Elemente im nächsten Theater der träumerischen Realität. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr blindlings alle Hydro, Kryo und Anemo-Charakter leveln sollt oder müsst. Ich persönlich würde mich immer stark an den Eröffnungsfiguren orientieren. Hier haben wir einerseits den Vorteil, dass relativ viele, oder was ist relativ viele, aber dass auf jeden Fall ein paar 5-Sterne-Figuren dabei sind, die ja wahrscheinlich sowieso nicht jeder alle hat, also die allerwenigsten wahrscheinlich. Und dass ihr die auf jeden Fall plus die 4-Sterne-Figuren nicht unbedingt bauen müsst. Also meine Taktik oder meine Taktik-Empfehlung wäre, alle Charakter, die hier stehen, die ihr jetzt eh nicht habt, dann sowieso, aber auch wenn ihr sie habt und sie sind nicht besonders gut, dann ignoriert sie einfach. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Diona auf Level 20 habt oder so, dann fangt jetzt nicht an, Diona zu leveln, sondern levelt lieber eine von den anderen Figuren, die hier nicht dabei stehen, um euch so perfekt darauf vorzubereiten. Weil diese Eröffnungsfiguren, die man sich ja mitnehmen kann sozusagen, die sind zwar nicht extrem gut ausgerüstet, da sind standardmäßig, glaube ich, Level 80, Talente auf Level 8, Signature-Waffe von 5-Sterne-Charaktern, aber auch nur auf Level 80. Also sie sind gut, aber weit entfernt von perfekt. Aber sie sind halt gut und sie sind vor allem schon ausgerüstet. Und das heißt, ihr habt hier schon mal Furina, Barbara, Ayaka, Diona, Zhao und Pharosan. 6 Charakter von 18, die ihr nicht leveln müsst. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt natürlich eine super gute Ayaka oder Furina habt, dann nehmt ihr die natürlich, weil sie grundsätzlich besser sein sollte als die vorgegebene. Aber wie gesagt, wenn ihr sie eben nicht habt, dann ist es direkt ein Sieg bei 5-Sterne-Figuren. Bei 4-Sterne-Figuren wird es so sein, vor allem Leute, die schon lange spielen, haben wahrscheinlich einige davon. Aber auch hier, wie gesagt, wird es grundsätzlich so sein, dass die vorgegebenen besser sind, vorausgesetzt, ihr habt eure halt noch nicht krass gepusht. Und das heißt jetzt, bei Kryo wäre es zum Beispiel so, Diona ist vorgegeben, also von 4-Sterne-Figuren, also konzentriere ich mich auf Kaya, Chongyun, Fremine, sowas zum Beispiel. Bei Hydro würde ich mich dann darauf fokussieren, Xingqiu, weil Hydro 4-Sterne-Figuren gibt es nicht viele, es gibt glaube ich nur 3 oder so. Und Candice, glaube ich, und Barbara, das sind glaube ich hier die einzigen 3 tatsächlich, traurigerweise. Aber Anemo gibt es tatsächlich einige, da gibt es Heizo, Pharosan wollte ich schon sagen, aber die steht da dabei. Sakarose gibt es, Sayu, irgendjemanden gibt es auf jeden Fall auch noch. Also, dass ihr da einfach guckt, dass ihr möglichst welche habt. Dann gibt es ja noch die 5-Sterne-Figuren aus dem Standard-Banner. Jean, Chichi hat wahrscheinlich fast jeder eine von beiden. Oder Mona zum Beispiel. Also, da gibt es wirklich die Möglichkeit, hier schon auf diese 18 Charakter auf jeden Fall zu kommen. Und wie gesagt, jetzt habt ihr halt schon Zeit. Ich meine, der Juli läuft jetzt noch 12 Tage oder 10 für euch, wenn das Video kommt. Und diese Zeit muss man einfach nutzen. Also jetzt schon Talentbücher farmen, Artefakte farmen vielleicht. Gut, Artefakte farmen ist immer sehr schwierig, aber dass die Leute zumindest das richtige Set haben, muss ja nicht perfekt sein. Ja, und einfach hochleveln die ganzen Charakter. Und dann hättet ihr ab 1. August nochmal 31 Tage. Das heißt, ihr habt jetzt quasi fast 50 Tage Zeit. Also wirklich eigentlich kein großes Problem, wenn man sich früh genug darauf vorbereitet. Wenn ihr jetzt natürlich grundsätzlich sehr wenige Figuren habt, ja, dann ist es natürlich blöd. Dafür ist das Theater wirklich nicht ausgelegt. Das geht einfach davon aus, dass man doch schon einige Figuren hat. Und was ich auch ein bisschen bemängeln muss, ist im aktuellen Banner, wobei sich das ja glücklicherweise noch ändern wird, am aktuellen Banner ist es halt auch tatsächlich so, dass keine einzige Hydro-, Kryo- oder Anemi-Figur drin ist. Das ist eine Dendro-Figur, Geo und... Es sind 2 Dendro und eine Geo, genau, ja. Ich wollte schon sagen, also von 4-Sterne-Figuren. Also das ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Aber gut, es ist jetzt ja aktuell noch Juli. Folglicherweise macht es schon Sinn, dass sich das Banner jetzt nicht unbedingt am Theater orientiert. Und das wird es wahrscheinlich grundsätzlich auch eher weniger wahrscheinlich. Ist zumindest meine Vermutung. Aber ja, also denkt auf jeden Fall daran,
Jetzt euch schon vorzubereiten, ist mein Tipp einfach für euch. Und damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns dann spätestens im August wieder mit dem Theater der träumerischen Realität Season 2. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.